Hallo meine Lieben, heute ein neues Video. Und zwar habt ihr bestimmt die Spül-Challenge gesehen. Und wer verliert, kriegt am Ende die Strafe. Das ist Xenia, die kriegt die Strafe. Genau. Leider. Die hat keinen einen Punkt ergattert, obwohl ich 5 hatte. Ich hatte 5 und die 0. Also er hat gesagt, wir haben 5 Mal gemacht und dann hat sie 0 und ich 5 irgendwie. Das war auch ein bisschen unfair, weil wir haben... Es war ungleich. Ja, weil... Das ist jetzt wie ein Asi. Okay, weil ich halt Sachen genommen habe, die man nicht erraten kann. Zum Beispiel Ohrentropfen habe ich genommen. Und das ist ja ziemlich, was man nicht so gut erraten kann. Deswegen weiß man ja nicht, was da drin ist. Und auf jeden Fall kriegt sie trotzdem die Bestrafung. Und das, also sie muss 3 Jellybeans essen. Also diese ekelhaften. Diese Kotze, also Kotze oder Stinkesocken, Tutti Frutti oder Stinkesocken, da habe ich ja einfach... Diese Bohnen, ne? Ja, genau, diese kleinen Jelly Beans. Und, ja. Auf jeden Fall muss sie 3... Auf einmal? Auf einmal oder hintereinander, ist ganz klar. Okay. Aber du musst alle essen. Okay, auf einmal. Okay, 1, 2, 3. Warte. Bist du bereit? Okay, ja. Los. Nein, nein, du musst kauen. 1, 10 Sekunden. 1, 2, 3, 4. Da kann ich spucken. Ja. Kann ich was zu trinken haben? Nein, na doch. Oh, ich kotze. Auf jeden Fall hat sie jetzt erstmal Wasser getrunken, weil ich glaube, es ist wirklich ekelhaft. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt viele Daumen hoch. Mir hat es nicht gefallen, aber zumindest okay. Spaß gemacht. Gebt viele Daumen hoch. Schöne, gute Kommentare und ja, ciao. Und schreibt mal, wie das war, wenn man so eklige Jellybees in den Mund auf 3 auf einmal war. Schreibt es mal in die Kommentare, wie es sein kann. Okay, ciao. Tschüss.